Ja, meine Damen und Herren, vielen schönen herzlichen Dank und herzlich willkommen bei Bellt sich, hält sich nach der langen Sommerpause. Merken Sie es, der Herbst kommt. Oder wie es Rainer Maria Rilke mal formuliert hat, wer jetzt extrem schade wäre bei den zurzeit extrem niedrigen Zinsen. Ein Dach über dem Kopf benötigen auf dieser Welt zurzeit auch ca. 45 Millionen Flüchtlinge, Tendenz steigend. Und während diese famose große Koalition klare Prioritäten setzt und sich seit Wochen und Monaten mit irgendeinem Mautschwachsinn beschäftigt, handeln andere bei dem Problem, zum Beispiel IKEA. Ja, die IKEA-Stiftung Liechtenstein hat 3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um sogenannte Flüchtlingshütten entwickeln zu lassen. Schauen Sie, das sind diese Flüchtlingshütten. Die hat IKEA entwickeln lassen, die IKEA-Stiftung Liechtenstein. In Liechtenstein lagert ja das ganze Geld, das der Steuerflüchtling IKEA seit Jahren zur Seite schafft. Diese Hütten sollen in Zukunft die weißen Zelte ersetzen, in denen die Flüchtlinge oft unter sehr schlimmen Umständen leben müssen. Die UN haben bereits 30.000 dieser Hütten bestellt. Der Vorteil dieser IKEA-Flüchtlingshütten ist natürlich, sie halten viel länger als die weißen Zelte und auch viel länger als alle Billigregale. Der Nachteil ist, die Hütten sind in Selbstbauweise zu errichten. Wir wissen, was das bedeutet bei IKEA, ja? Wenn wieder mal Schrauben fehlen, sollte auch im Kriegsgebiet möglichst eine IKEA-Filiale in der Nähe sein. Aber das ist ja nur eine der vielen hilflosen Antworten auf dieses drängende Problem. In Bayern werden Flüchtlinge inzwischen in Bierzelten untergebracht. Ausgerechnet in Bierzelten, ausgerechnet in Bayern, wo man besonders gerne gegen Flüchtlinge hetzt. Bayern, ein Land, wo die Politik der Empathie mit stark verkürzten Gedankengängen aus dem Wege geht. Da hocken die jetzt in Bierzelten, da sehe ich ja schon die ersten braunen Protestjanker vor den Unterkünften rummaulen, Sauerei! Wir müssen arbeiten und die dürfen im Bierzelt hocken. Die sollen Modellautos bauen. Für die harte Dauer, ja. Also. Ja. Unsere Welt ist aus den Fugen und da trifft es sich doch wirklich perfekt, dass unser Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt eigentlich von Haus aus ein Verteidigungsexperte ist. Und Landwirtschaftsminister Schmidt hat uns ja bereits auf den großen Kriegswinter 2014 eingestimmt. Sie haben es ja reichlich verfolgt, weil die Russen wegen des Importverbots unsere Äpfel nicht mehr essen dürfen, sollen wir sie jetzt essen, sagte Herr Schmidt. Und zwar massenhaft sollen wir sie essen, Apfel essen gegen Putin. Herr Schmidt hat es anders formuliert. One apple a day keeps Putin away. One apple a day keeps Putin away, da macht einer also wirklich Weltpolitik. Ansonsten hat Herr Schmidt vorgeschlagen, sollte man das Obst an den Schulen verteilen. Also aber nicht für die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Kinder, nein, um Putin zu ärgern, werden wir jetzt die Schulen mit Äpfeln fluten und wenn unsere Schülerinnen und Schüler dann irgendwann sagen, wir können kein Obst mehr sehen, uns ist schlecht von den Äpfeln, dann wird Bundesfeldpfarrer Gauck in seiner Neujahrsansprache in einen Altländer Blutapfel beißen. Und das Volk ermahnen, wir müssen alle Opfer bringen. Ja. Kriegswinter 2014, ich sehe sie schon vor mir, die Kampagnen, die jetzt kommen. Esst Bratäpfel. Das wärmt auch, wenn der Russe das Gas abdreht. Angeblich reichen ja die deutschen Gasvorräte also für 6 Monate. Wissen Sie, wie viel Kubikmeter Gas die Russen im letzten Jahr nach Europa geliefert haben? 40 Milliarden Kubikmeter Gas. Minister Schmidt lässt gerade ausrechnen, wie viele Äpfel bräuchten wir, um das in Biogasanlagen auszugleichen. Ne? Ja, willkommen im Kriegswinter 2014. Und jetzt sehe ich es manchen Gesichtern hier im Saale an, dass sie sagen, Herr Belzig, jetzt übertreibst du mal den Kriegswinter. Ja, vielleicht übertreibe ich. Aber wissen Sie, ich weiß manchmal nicht mehr, was ich glauben soll und wem ich was glauben soll und warum ich wem was glauben soll.
hat doch jetzt wieder geheißen, ja, Putin plant eine Großinvasion, weil er von Neu-Russland spricht. Soll ich's glauben? Ja, sagen die Geheimdienste, es gibt Hinweise darauf. Andererseits, vergangene Woche vor dem NATO-Gipfel in Wales gab es einen offenen Brief an unsere Bundeskanzlerin. Ein offener Brief von 12 ehemaligen Geheimdienstlern von NSA und CIA und anderen. Und diese ehemaligen Geheimdienstler haben in diesem offenen Brief unsere Bundeskanzlerin darauf hingewiesen, dass die angeblichen Geheimdienstbeweise, dass eine Großinvasion bevorsteht, dass das höchstwahrscheinlich gefälscht ist. Und zwar genauso gefälscht wie die Bilder, die damals beweisen sollten, dass der Irak über Massenvernichtungswaffen verfügt. Sagen die, ist gefälscht. Soll ich es jetzt glauben? Warum soll ich denen jetzt glauben, den Ex-Geheimdienstlern? Ich kann denen glauben, ja, aber vielleicht auch nur, wenn ich denen glauben will. Aber wem soll ich denn glauben? Soll ich der NATO glauben? Oder dem NATO-Generalsekretär Rasmussen? Rasmussen, ausgerechnet dem. Der NATO-Generalsekretär Rasmussen war von 2001 bis 2009 dänischer Regierungschef. Und er war in dieser Zeit der größte Schleimer und Arschkriecher vom dummen W. Bush. Der Bush hat ja damals immer gedacht, er hätte Hämorrhoiden. Das waren keine Hämorrhoiden, das war Rasmussen. Ja. Der Rasmussen hat sich 2003 hingestellt und hat gesagt, wir glauben nicht nur, nein, wir wissen, dass der Irak über Massenvernichtungswaffen verfügt. Ja, und das war eine glatte Lüge. Und er wusste, dass er lügt. Seine eigenen Geheimdienste hatten ihm genug Berichte auf den Schreibtisch gelegt. Und er hat gelogen, bewusst sein Parlament gelogen, sein Volk belogen, alle belogen, die Öffentlichkeit. Warum sollte ich diesem Lügner glauben? Warum sollte ich dem Rasmussen glauben? Ein Typ, der überhaupt nur deswegen dänischer Ministerpräsident sein konnte oder Regierungschef sein konnte, weil er jahrelang mit einer rassistischen Kleinpartei zusammengearbeitet hat, sich hat tolerieren lassen. Warum soll ich dem glauben? Der hat ja dann tatsächlich dänische Soldaten in den Irak geschickt damals. Und dann kamen die an und dann kam die Ausrüstung von zu Hause nach. Und mit was wurden die dänischen Soldaten für den Wüstenkampf im Irak ausgestattet? Mit Rasenmähern, Schneepflüchen und Streusalz für Glatteis. Ja, ein Versehen. Aber schauen Sie mal, so ein Vogel wie dieser Rasmussen ist in so einer Lage, NATO-Chef, Heiland steh uns bei. Die Wahrheit, was ist die Wahrheit? Ich bin auf der Suche, mein erster Gast heute Abend ist auch auf der Suche nach der Wahrheit. Er ist Mitglied im NSA-Untersuchungsausschuss, der ja herausfinden will, wie das nun ist mit der massenhaften Ausspähung der Bürger durch Geheimdienste und ob der BND verwickelt ist und Zeug und Leut und Kille. Auf der Suche nach der Wahrheit, eine schwere Aufgabe, weil die Wahrheit kommt ja in diesen Tagen nur noch durch Verrat ans Licht. Mal schauen, was er mir verrät. Begrüßen Sie bitte den SPD-Obmann im NSA-Untersuchungsausschuss, den Bundestagsabgeordneten Christian Fliesek. Herr Fliesek, ich habe mal eine rote Bohle gemacht, obwohl ja, die Farbe gut mit Ihrer Partei ja nicht mehr allzu viel zu tun hat. Aber so. Er ist ja schon ein bisschen blässlich. Blässlich, Bohle, rot, genau. 150 Jahre SPD, da kann man blass werden. So, zum Wohl. Herzlich willkommen, Herr Fliesek. Na? Ja? Ja, mhm. Gell? Gut. Ja, in Berlin ist alles besser, ich weiß. Herr Abgeordneter, jetzt spielen wir ein Spiel. Herr Abgeordneter, erkennen Sie die Melodie? Muss ich passen? Sollten Sie kennen. Wirklich? Ja. Das ist das Klavierkonzert von Edvard Grieg, genau. Opus 16, Klavierkonzert. Wird gespielt, habe ich gelesen, wenn der NSA-Untersuchungsausschuss im geheimen Teil tagt und dann wird es eingespielt, um sich gegen Belauschung von außen zu schützen. Ja, aber das ist dann in der Box, das hören wir ja nicht im Ausschuss. Ach, die Handys, ach, jetzt verstehe ich. Wir hören die Handys, genau. Ah, und dann spielen Sie Edvard Grieg. Warum spielen Sie Grieg? Ich glaube, das ist
Ich glaube, das ist eine persönliche Vorliebe des Vorsitzenden des Ausschusses. Weil ich hätte so gedacht. Er hat wahrscheinlich gerade mal in seinem Handy geguckt auf die Playlist und das Erste, was er gefunden hat, war Edward Grieg. Ist ja keine schlechte Wahl. Nee, es ist halt, ich habe halt gedacht, ja, man möchte vielleicht mit der depressiv anmutenden Tonsetzerei eines skandinavischen Komponisten der Romantik, der Wahrheit, doch vielleicht noch so etwas wie Würde geben. Aber ich hätte mir auch sowas vorstellen können wie You Never Walk Alone hätte gepasst. Ne? Ich werde das mal anregen, dass er das in seine Playlist aufnimmt. Roberto Blanco, ja. Muss ich jedes Mal trinken, wenn Sie trinken? Nee, müssen Sie gar nicht. Herr Abgeordneter, lassen Sie uns ernsthaft reden. Macht mal Kriegsende, bitte. NSA-Untersuchungsausschuss, am 11. September, übermorgen geht's wieder los. Es gab bisher 4 Anhörungen. Die Bundesregierung mauert, schickt spärlich Dokumente, auch stark geschwärzt. BND hat 8 Ordner geschickt mit Zeitungsartikeln. Bisschen mehr. Zeugen aus den USA geht nicht. Koalitionsparteien stellen 6 von 8 Mitgliedern. Das heißt, 6 Mitglieder des Untersuchungsausschusses haben im Prinzip kein Interesse der Regierung, der Bundesregierung Schwierigkeiten zu machen. Wie viele Flaschen Bier sollte ich trinken, bis dass ich glaube, dass bei diesem Ausschuss was rauskommt? Ich glaube, Sie können ganz nüchtern bleiben. Ja? Ich selber habe jetzt zum Beispiel in der Sommerpause sehr viel Zeit investiert, um weit mehr Akten durchzuforsten. Wir haben jetzt knapp über 200.000 Seiten allein bekommen, nur für den Zeitraum letzten Sommer bis aktuell 2014. Wie schaffen Sie das? Wir haben gute Mitarbeiter, wir versuchen das alles zu digitalisieren, um dann auch mit, ich sag mal, Suchtools das auszuwerten. Da versuchen wir schon mit der Zeit zu gehen. Aber ich würde selber nicht viel Zeit investieren, wenn ich glauben würde, dass was rauskäme. Ein Problem, mal ehrlich, dass wir eine große Koalition haben und dass eben 6 von 8 Mitgliedern da irgendwie ja kein Interesse haben können, jetzt der Frau Merkel oder der Bundesregierung Schwierigkeiten zu machen. Das ist eine Unterstellung. Also ich, das ist mein Beruf. mein Anspruch ist der, dass ich sage, wir müssen schauen, dass auf jeden Fall diese NSA-Affäre nicht folgenlos bleibt. Und wir haben es, das sage ich auch, natürlich mit einem Koalitionspartner zu tun, wo einige dabei sind, die sagen, der Ausschuss ist dann erfolgreich, wenn er keinen Erfolg hat. Das ist mein Anspruch nicht. Wir haben hier die Situation, und das muss man auch wissen, wir sind jetzt nicht ein Edward-Snowden-Ausschuss, wir sind noch nicht mal ein NSA-Ausschuss, obwohl wir so heißen. Wir haben das Phänomen der globalen Massenüberwachung von Daten aller Bürgerinnen und Bürger anzuschauen, und zwar von 5 Geheimdiensten. Das sind die Amerikaner, das sind vor allen Dingen auch die Briten, die in der EU sind. Und das ist eine Aufgabe, die natürlich, das haben Sie angesprochen, weil wir es mit ausländischen Diensten zu tun haben, nicht so einfach ist. Die deutschen Akten können Sie beiziehen. Sie können deutsche Zeugen laden. Die ausländischen Zeugen, die können das verweigern. Da sind wir auf Kooperation angewiesen. Ja, viel Spaß, ne? Ich meine, ja, da wird ja nicht bedingt kooperiert werden. Aber was ich nicht verstehe, auch die SPD nicht verstehe, warum Sie so mauern gegen Snowden, dass der aussagt. Man weiß doch, dass der in Moskau möglicherweise nicht so reden kann, wie wenn er hier wäre. Und Sigmar Gabriel hat gesagt, er hat Sorge, dass der Snowden Gefahren ausgesetzt wäre, wenn er hier wäre, die die Bundesregierung nicht überschauen kann. Glaubt der Sigmar, dass der Edward Snowden hier zum Beispiel ermordet werden könnte? Oder was meint er mit welchen Gefahren? Ja, was der Sigmar glaubt, das weiß ich nicht. Aber ich sag's mal so, gefahrlos ist das nicht. Also das, was Herr Ströbele suggeriert, dass der Herr Snowden einfach mal nach Berlin kommt und er dann mit ihm in Kreuzberg Eis essen geht oder Latte Macchiato trinken, so einfach ist das auch Aber nicht. Müsste ihm also halt ich persönlich schützen und Asyl gebären. Wir können den doch schützen. Ja, er ist doch der wichtigste Zeuge, der allerwichtigste Zeuge. Er ist der allerwichtigste Zeuge, da haben Sie völlig recht. Und die SPD mauert und macht wieder so einen SPD-Kompromiss. Also nochmal, wir haben zunächst einmal dafür gesorgt, dass er überhaupt als Zeuge beschlossen wurde. Sie dürfen ja nicht vergessen, dieser Ausschuss ist gestartet mit einem Vorsitzenden, der ja zwischenzeitlich zurückgetreten ist. Und der hat ja gesagt, Edward Snowden kommt überhaupt nicht als Zeuge in Betracht. Wir haben immer gesagt, Edward Snowden ist eine Schlüsselfigur in dem Ganzen. Wir haben allerdings auch eine Koalition. Das ist das eine. Muss man Rücksicht nehmen. Und wir das haben einen Koalitionspartner, der sagt, auf gar keinen Fall Berlin. Ja. Ich habe immer gesagt und sage das immer noch, Berlin ist nach wie vor eine Option für eine Vernehmung. Nur der Punkt ist der, wir haben jetzt vor der Sommerpause auch an Herrn Snowden alle Brücken gebaut, die man in der Situation bauen kann. Wir haben gesagt, wir fahren nach Moskau. Er kann bestimmen, worüber wir reden. Und es ist überhaupt kein Kontakt zustande gekommen. Und das ist etwas, wo ich sage, das verstehe ich dann auch wieder nicht. Er hat mit Gott und der Welt geredet. Er hat mit dem Europäischen Parlament geredet. Und beim Deutschen Bundestag, wir sind der einzige Untersuchungsausschuss eines Parlaments, das diese Aufgabe hat, dieses Thema überhaupt auszuforschen. Und da wird jede Kooperation verweigert. Mal anders gefragt, wären Sie jetzt allein an der Regierung oder mit den Grünen,
hätten Sie dann gesagt, wir holen den nach Deutschland und wir bieten ihm Schutz, dem, es gibt zwar ein Auslieferungsabkommen mit den Amis, aber wir müssen gar nicht ausliefern, wenn die Verfolgung politisch motiviert ist, habe ich jetzt gelesen. Ja? Also wir müssen nicht zwingend ausliefern. Würden Sie als Alleinregierung, als SPD oder von mir aus mit Grünen, ihm dann doch vorladen, oder ist es jetzt Rücksichtnahme nach Deutschland vorladen, oder ist es Rücksichtnahme auf den Koalitionspartner? Natürlich ist es vor allen Dingen Rücksichtnahme auf den Koalitionspartner. Wir haben eine Situation, das ist ein politischer Untersuchungsausschuss, weil wir ein politisches Parlament ist. Und das ist der Unterschied zu einem Gericht. Ein Richter kann sagen, ich will den Zeugen haben und versuche ihn mit den Mitteln der Prozessordnung herbeizubringen. Wir können das in dieser Form nicht. Er ist ein ausländischer Zeuge. Wie gesagt, wir sind da auf Kooperation angewiesen und vor allen Dingen haben wir die Bedingungen der Großen Koalition zu beachten. Herr Fliesek, der Justizminister Heiko Maas hat gesagt, hat dem Snowden empfohlen, er soll in die USA gehen. Er hätte ja Gesetze gebrochen und soll sich dort stellen. Und so schlimm wird es schon nicht werden. Jetzt ist es ja so, der wird ja wegen Verrats von Staatsgeheimnissen dort angeklagt. Jetzt Frage, Sie sind ja Jurist, möchte ich jetzt wirklich wissen. Ist ein Staatsgeheimnis auch dann zu bewahren für einen Staatsdiener, wenn das Staatsgeheimnis ein Staatsverbrechen beinhaltet? Oder gibt es nicht sogar eine Pflicht, ein Staatsverbrechen öffentlich zu machen? Darf also der Staat Verbrechen vergehen und dann das Verbrechen zum Staatsgeheimnis erklären? Denn Amerikaner haben sich ja nicht an Gesetze gehalten. Also das hat ja Snowden verraten. Also man muss das von zwei Seiten beleuchten. Er ist ein mutiger, couragierter Mann. Ja. Und meine persönliche Meinung ist, dass wir jemanden wie ihm sehr viel zu verdanken haben. Durch seine Veröffentlichung, durch die Akten, die er im Prinzip jetzt nicht alle der Öffentlichkeit vorlegt, sondern das geht ja auch scheibchenweise, wochenweise geht das. Und das ist auch ein Thema, das wir natürlich im Ausschuss sehen müssen. Wir müssen nicht glauben, wenn Edward Snowden in den Ausschuss käme, würde er seine zwei Koffer mitbringen und alle Dokumente dem Ausschuss übergeben. Sondern er würde natürlich einen großen Teil auch zurückhalten, weil das seine eigene Rückversicherung ist. Aber wir haben ihm sehr viel zu verdanken. Und ich glaube, man muss nur eines sehen. Würde derselbe Fall in Deutschland spielen, also würde beispielsweise ein BND-Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter des Bundesverfassungsschutzes was Ähnliches machen, dann wäre die Strafbarkeit grundsätzlich genauso gegeben. Und der Generalbundesanwalt würde alles tun, um ihn zu verfolgen. Und jetzt können wir natürlich da gegenüber den Amerikanern auch nicht mit zweierlei Maß messen. Aber ich frage Sie jetzt mal rechtsphilosophisch. Sie sagen, ja, also, das ist halt so, aber der Staat darf Verbrechen, die er begehen lässt, von seinen Staatsdienern als Staatsgeheimnis schützend bewahren. Ja. Naja, wir sagen, Whistleblower, die sei es in Unternehmen oder auch in staatlichen Einrichtungen, auf Missstände. Sie haben gesagt, Verbrechen. Für mich sind das natürlich schwere Straftaten, Grundrechtsverletzungen, massive Grundrechtsverletzungen. Was ist der Unterschied zwischen Straftat und Verbrechen? Keiner. Also es gibt eine Straftat, man unterteilt die Straftaten in Vergehen, das sind die kleineren, die geringeren Delikte und die Verbrechen. Genau. Ja. Also so würde das jetzt juristisch sein. Herr Fliesek, der Verfassungsschutzpräsident hat die Untersuchungsausschussmitglieder vorher gewarnt und hat gesagt, sie müssen mit absoluter gezielter Überwachung rechnen, von wem auch immer, hat er hinzugefügt. Ja. Aha, Späßle, ne? Ja, von ihm nicht. Haben Sie Angst, fühlen Sie sich, oder anders gesagt? Der ja allzeit sehr beliebte SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Hartmann wurde vor kurzem, musste er sein Amt als innenpolitischer Sprecher abgeben, weil er in einen Zusammenhang in Ermittlungen geriet wegen des Erwerbs von Crystal Meth synthetischen Drogen. Hartmann war und ist einer der heftigsten NSA-Kritiker. Wie viel Flaschen Bier sollte ich trinken, um nicht zu glauben, dass zwischen dem Auftauchen dieses Verfahrens und seiner inneren, öffentlichen Einstellung ein Zusammenhang ist, dass also vielleicht sogar das gestreut worden ist, dass es jetzt rauskommt, dass jetzt ein Geheimdienst sagt, den schieß mal ab. Würden Sie es völlig ausschließen, dass sowas stattfinden kann in Deutschland? Ja, das würde ich ausschließen. Also, dass Parlamentarier ins Visier geraten, würde ich ausschließen. Dass ich überwacht werde als Ausschussmitglied, nicht von unseren Diensten, sondern von einzelnen ausländischen Diensten, davon gehe ich aus. Davon gehe ich aus. Aber dafür spielt mein Handy in letzter Zeit viel zu verrückt. Und Sie würden sagen, ich bin ein Verschwörungstheorien-Depp, wenn ich sage, man könnte mal drüber nachdenken, ob bei dem Schicksal Hartmann, der ein guter Mann ist, dass das jetzt rauskommt und dass da ja halt was war. Gut, das hätte er nicht machen sollen, aber da war was. Und das, ich glaube einfach nicht, dass das Zufall ist. Aber jetzt hören Sie, wenn Sie jetzt als Untersuchungsausschussmitglied, denkt man sich dann, Mensch, habe ich irgendwo Leichen im Keller? Ist alles in Ordnung? Habe ich immer alles bezahlt? Habe ich irgendeine Frau vergessen?
ist alles sauber. Das denkt man sich auch, ohne in einem Untersuchungsausschuss zu sein. Aber also ich sehe, dass jetzt von den Geheimdiensten gescannt wird. Nein, das glaube ich nicht. Also davon bei Ihnen ist alles in Ordnung, obwohl Sie aus Passau kommen. Ja. Ja, also tiefstes Bayern, ich meine, da ist doch immer was. Schauen wir mal. Ja. Da ist immer was. Ja. Ja. Warum sperren Sie sich die Bundesregierung, der gehören Sie ja an als SPD, zum Beispiel seit Jahren konsequent, in einer Anhörung haben IT-Experten gesagt, es gäbe Wege der Verschlüsselung, wo man es der NSA erheblich schwerer und teurer machen könnte. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gäbe es, könnte man zum Beispiel gesetzlich fordern von den Providern. Sie sperren sich dagegen. Es gäbe Möglichkeiten, sich zu wehren. Sie hätten auch gegen die Briten wegen der Überwachung klagen können vor dem Internationalen Gerichtshof. Nichts passiert, nichts, aber gar nichts. Die Politik reagiert nicht. Und da ich Sie nicht für unfähig halte, muss ich Sie für unwillig halten. Nein, das ist so, dass wir natürlich jetzt erst einmal am Anfang der Arbeit dieses Ausschusses stehen. Und wir stehen auch, was das Thema IT-Sicherheit betrifft, am Anfang einer ganz wichtigen Diskussion. Das Thema Verschlüsselung wird essentiell sein. Wenn man eine E-Mail verschlüsselt, und wer macht das denn? Wer macht das wirklich im Verkehr, im Datenverkehr? Wer ändert wirklich seine ein Schurke, wer Böses dabei denkt? Passau. Halt doch Passau, ne? Ja. Also, naja. Ja. Es gibt Verkehre, die sollte man nicht verschlüsseln, also sagen wir es so. Aber im Endeffekt, das ist der Weg, und wir sind auch, was unsere Unternehmen betrifft, natürlich jetzt erstmal da, dass die Mittelständler erstmal jetzt realisieren, wenn wir Innovationen betreiben, wenn wir Patente anmelden wollen, dann müssen wir schauen, dass die IT-Sicherheit stimmt. Und deswegen ist die Arbeit des Ausschusses auch so wichtig. Warum der Sigmar Gabriel hat damals gesagt, ein Freihandelsabkommen wird es nur geben, wenn die USA aufhören, damit mit dieser, also die Freiheitsrechte der Deutschen achten. So, seitdem er regiert, hört man kein Wort mehr. Freihandelsabkommen wird nicht in Frage gestellt. Das wäre doch ein Druckmittel. Naja, ich glaube, dass das Druckmittel, ich sag's mal so, das Druckmittel ist nicht, dass man jetzt sagt, wir setzen irgendwelche Verhandlungen aus, sondern das Druckmittel muss sein, dass wir in Verhandlungen dafür sorgen, dass unsere Grundrechtsstandards, die wir hier über Jahre hinweg auch mit unserem Grundgesetz, mit dem Bundesverfassungsgericht erarbeitet haben, dass wir die auf europäischer und auch auf internationaler Ebene hinbekommen. Aber das ist doch den Amis sowas von scheißwurscht, entschuldigen Sie, das harte Wort. Das ist der Eindruck, der jetzt entsteht, aber ich sag Ihnen jetzt mal ein Beispiel, wir haben ja jetzt auch andere Zeugen beschlossen, wir haben zum Beispiel als Zeugen die Chefs von Facebook, von Google beschlossen. Da haben die Leute auch am Anfang gelacht und haben gesagt, die werden doch nicht kommen. Ich bin dort anderer Meinung. Ich glaube schon, dass die kommen müssen, weil wenn die mit leeren Stühlen im Untersuchungsausschuss glänzen, dann wird das hier eine mediale Aufmerksamkeit erzeugen und dann werden genau die Nutzerinnen und Nutzer ihr Vertrauen in diese digitalen Geschäftsmodelle vielleicht auch mal in Frage stellen. Und wir müssen die Frage stellen, inwieweit habt ihr denn, hat ein normaler Facebook-Nutzer, normaler Twitter-Nutzer, da gehen die ganzen Daten, wenn ich Ihnen per Twitter oder per Google-Mail jetzt eine Nachricht schicke, von hier nach da, dann geht die über Server in den USA. Ja. Und diese Firmen unterliegen voll dem Zugriff amerikanischer Geheimdienste. Sie sind gezwungen, über diese Zusammenarbeit kein Wort zu verlieren. Ja? Und das ist natürlich ein Hebel, mit dem wir auch arbeiten können. Das sind im Übrigen die wichtigsten Geldgeber für jede Präsidentschaftskampagne. Also es kann keiner in den USA Präsident werden ohne die Spendengelder dieser Firmen. Und da glaube ich, wir müssen schauen, dass wir nicht immer nur auf die Amerikaner im Übrigen draufhauen. Wir müssen auch erstmal in unserem eigenen Land hier die Hausaufgaben machen. Ja, natürlich. Es ist ja noch gar nicht geklärt. Ja, BND und was da gelaufen ist, haben wir jetzt nicht mehr die Zeit, ne, darüber zu reden. Sehr schade. Eine Sache noch, Bild am Sonntag hat mal eine Quelle genannt, 320 deutsche Politiker und Entscheidungsträger werden dauernd überwacht von NSA. Ja. Ist man da als Politiker gekränkt, wenn man erfährt, dass man nicht dabei ist? Ich bin wegen ganz anderen Sachen gekränkt, deswegen nicht. Ja. Und anders gefragt, glauben Sie, Dobrindt, dass die interessiert? Ja. Ja. Gut. Vielleicht kommt ja noch die Internetmaus. Ja. Es war ein interessantes Gespräch. Christian Fliesek, vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön. Ja, danke. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, es ist auch wirklich eine sehr schwierige Frage, was ist die Wahrheit? Und ich sage immer, die Wahrheit ist die einzige Schönheit, mit der niemand schlafen will. Und
Deshalb ermittelt Generalbundesanwalt Range ja auch nur wegen der Ausspähung von Merkels Handy, aber nicht wegen der massenhaften Ausspähung von 80 Millionen Deutschen. Ja? Wie hat Friedrich damals gesagt, die Bürger sollen selbst für den Datenschutz sorgen. Aber die Wahrheit ist, sobald du auch nur eine Webseite besuchst, um dich unverbindlich über Verschlüsselungstechniken zu informieren, du sofort und zwangsläufig auf den Servern der NSA landest. Die Wahrheit ist auch, dass unsere Geheimdienste im Grunde genommen von den Methoden der NSA profitieren. Andere machen die Schmutzarbeit für uns mit. Ja? Die Wahrheit ist, dass wir in dieser Frage fast nur noch die Wahl haben zwischen Lügnern und Heuchlern. Die Wahrheit ist, dass es überhaupt keine Privatheit mehr gibt. Die Wahrheit ist, dass mit Wissen der Regierungen Grundrechte und Gesetze unentwegt ausgehöhlt und eingebrochen werden. Die Wahrheit ist, dass die Bundesregierung überhaupt kein Interesse hat, die Bürger zu mischen. Ja, 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 ja. Ja, gut. Ich geh auf, ich geh auf. Ja. Die Wahrheit soll ans Licht, aber nicht ans Ohr. Aber ich mache noch einen Versuch, und ich bin jetzt wirklich sehr stolz, einen Versuch auf der Suche nach der Wahrheit. Etwas Ungewöhnliches bei Pelzig Heldnis. Ich habe nämlich jetzt eine Schalte, ein Schaltgespräch zu einem Admiral der NSA. Ja, live. Der Herr Admiral befindet sich zur Stunde in einem geheimen Büro. An einem geheimen Stützpunkt in einer geheimen Stadt auf einem geheimen Kontinent. Sein Name ist geheim. Was ich von ihm weiß, ist, dass er perfekt Deutsch spricht. Ja? Das ist, weil er zuhören kann wahrscheinlich. Ne? Ja, und jetzt muss ich unseren Regisseur, den Herrn Hof, mal fragen, was ist denn jetzt, Herr Hof, was ist denn jetzt eigentlich mit der Schalte? Steht die Leitung? Ja, natürlich, die Einleitung. Ah, sehr gut. Dann müsste es jetzt ja eigentlich gleich losgehen. Und ja, da ist er. Ha, sehr gut. Hallo und Abend, Admiral. NSA-Untersuchungsausschuss. Ich habe da eine lange Liste von Fragen zum NSA-Terror. Eine Liste von Fragen. Die Liste ist uns bekannt. Reden wir über die Wahrheit, Admiral. Sie können die Wahrheit doch gar nicht ertragen. Ja. Ja, das wird man dann sehen, aber wissen möchte ich schon, weil ich habe als deutscher Staatsbürger ein Recht auf die Wahrheit. Und ich finde schon, dass Sie mal da Junge, stehen. Wir leben in einer Welt voller Mauern. Und diese Mauern müssen von Männern mit Gewehren beschützt werden. Und wer soll das tun? Sie? Ja, ich nicht. Das müssen schon Sie machen. Aber ich finde, Sie haben schon auch eine Verantwortung für die Rechtsstaatlichkeit Ihrer Methoden. Ich trage eine größere Verantwortung, als es für Sie überhaupt vorstellbar ist. Sie genießen den Luxus, nicht zu wissen, was ich weiß. Und dass meine Existenz, obwohl sie Ihnen grotesk vorkommt und unverständlich ist, Leben rettet. Ah ja, das sind so Sprüche jetzt wieder. Das sie wollen das nicht wahrhaben, aber tief in Ihrem Inneren wollen Sie, dass ich an dieser Mauer stehe. Sie brauchen mich an dieser Mauer. Aber hören Sie mal, es geht um Werte, um Freiheit, Grundrechte, Demokratie. Das sind doch nicht nur Worte. Verrückt wir noch einmal. Stehen zu Worten wie Ehre, Kodex Loyalität. Für uns sind diese Worte die Plattform eines Lebens, das wir leben, um etwas zu verteidigen. Für Sie sind das nur Sprüche. Ja, allerdings, und zwar saublöde Sprüchli. Nein, nein, so kommen Sie mir nicht davon. Nein, 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 Herr Admiral, Ihr Vorgehen war illegal. Ja, schauen Sie nicht so. Ich habe weder die Zeit noch das Bedürfnis, mich hier zu verantworten vor einem Mann, der unter die Decke jener Freiheit schlüpft, die ich den Menschen täglich gebe und der dann die Art anzweifelt, wie ich das mache. Ja, aber man wird ja noch fragen dürfen jetzt hier. Was ist denn los? Hab ich null gewählt, du? Blöder Zupfer, ne? Ich würde es vorziehen, wenn Sie nur Danke sagen und dann weitergehen würden. Auf jeden Fall ist es mir vollkommen egal, was Sie denken, wozu Sie ein Recht haben. Aber sagen Sie mal, Herr Admiral, diese ganzen Sprüche, was Sie sagen, das kommt mir so dermaßen bekannt vor. Ist das wirklich alles von Ihnen? Ha? Nein. Ha? Jack Nicholson als Colonel Jessup in dem Film Eine Frage der Ehre. Aha. Mit Verlaub, Herr Admiral, Sie sind ein Arschloch. Ist das von Ihnen? Nein, von Joschka Fischer. Ja. Ja. Mach den weg, den Zupfer.
Ja, war jetzt wieder nichts mit der Wahrheit. Jetzt mache ich noch einen Versuch. Bei meinem nächsten Gast, mein nächster Gast ist aus einer ganz anderen Branche. Er ist Sportreporter, aber ein Sportreporter mit den Sachen der besonderen Art. Er ist unglaublich beliebt, habe ich festgestellt, und vor allem ja geradezu legendär für seinen Stil, wie er reportiert. Man muss das einfach mal gesehen haben. Sekunden noch. Unentschieden. Sie schnuppern an der großen, großen Überraschung. Schöner Pass. Und Kieber haut ihn rein. Und das ist doch vielleicht ein Zeichen. Jetzt macht er mal. Jetzt stopft er ihn. Ich glaube, die Riesenüberraschung. Ball ist bei Deutschland. Komm. Ausgleich. Was soll das für drei Wochen werden hier? Steiger. Für drei. Komm, Robin! Ja! Benzing mit dem Dreier! Ich werde bekloppt! Und was bin ich? Überhaupt nicht mehr ruhig! Ja, ich hoffe jetzt auch nicht. Begrüßen Sie bitte Frank Buschi Buschmann! Herr Buschmann, nehmen Sie Platz! Mei, Herr Buschmann, ich habe mir das 10-mal neigezogen und ich bewundere das, was Sie da drauf haben, ja? Wenn Sie da so reportieren. So, ich nehme mir nach. Ah. Ja. Ratatata, ja. Ratatatata. Herzlich willkommen bei Belzig hält sich. Man hat mir gesagt, das schmeckt wie Katzenurin. Na, das schmeckt wirklich anders. Das kenne ich auch, aber. Sagen Sie mal, wenn Sie da so abgehen wie Schmitz Katze, was rauchen Sie da vorher? Oder ist das wirklich die Leidenschaft für den Sport? Ich rauche gar nichts tatsächlich. Das ist einfach so, ich liebe Sport und ich werde nie verstehen, warum wir in Deutschland so oft meinen, gerade bei Länderspielen, Ländervergleichen, so eine unglaublich große Distanz haben zu müssen. Ich liebe Sport. Ja. Und dass ich so ein bisschen, ich merke das während der Reportage gar nicht, manchmal etwas tendenziös bin für die deutsche Mannschaft, finde ich jetzt etwas. Das finde ich gar nicht so schlimm, solange ich... Ganz kurz, Päuschen. Ja, hey! Ich darf nur nicht vergessen, die Leistung des Gegners zu würdigen. Wenn der Gegner besser ist, werde ich das immer aussprechen, weil das gehört sich. Das soll jetzt nicht politisch korrekt sein, sondern es ist einfach so. Aber wenn der Benzing das Ding da kurz vor Schluss für drei reinhaut und die gewinnen. Benzing? Robin Benzing, ja. Benzing, ich habe immer Belzig verstanden. War doch gar nicht dabei. Das Problem beim Basketball ist, wenn man nur einen Kopf größer als ein Spiegelei ist, wird es schwierig. Ja. Ja, ich bin ja... Ich bin 1,89, aber bei mir sieht man es nicht so. Ja. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie sagen, also Sie sind aber das, was Sie lieben, Sport. Jetzt nehmen wir mal unseren vom ZDF, unseren Thomas Walde, der immer am Sonntag dann nach heute kommt. Der liebt auch Politik, aber er ist trotzdem immer so ein wenig so. Ne? Oh, das ist aber jetzt dünnes Eis für mich, weil wenn ich jetzt anfangen wollte, den politischen Journalismus zu revolutionieren, dann habe ich ein Problem. Sie haben ja gesagt, fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen kommen Sie deshalb nicht in Frage. Das finde ich aber schade. Wieso? Haben Sie es versucht, hier mal bei uns unterzukommen? Also ich würde es schon versuchen, aber unbestätigten Gerüchten zufolge kriegt der Sportchef des ZDF Pickel, wenn er meinen Namen hört. Ah ja? Ja. Es ist, glaube ich, zu emotional. Wer ist denn das? Ich kenne den gar nicht. Wie heißt denn der? Ich verweigere an dieser Stelle die Aussage. Jetzt machst du mir alles kaputt hier. Vielleicht wären die ja noch mal gekommen. Naja, den mopp ich weg. Ne? Da finde ich schon was. Bei Deutschlands Besten hatte ich auch meine Finger im Spiel. Ja? Nein. Wir machen jetzt, Herr... Sie coachen ja auch Nachwuchsreporter, ne? Mhm. Wie machen Sie das? Zeigen Sie denen dann Sachen und sagen, jetzt kommentier, reportier, oder wie geht das? Ja, genau. Die kriegen Auszüge aus Spielen und sollen dann einfach mal Feuer frei machen, ohne irgendwelche Vorgaben. Ja. Und dann lasse ich sie als erstes sich selbst mal bewerten, was ihnen so kommt, wenn sie sehen, was sie da machen. So was machen wir jetzt mit Ihnen. Ein Bewerbungsgespräch fürs ZDF. Wir haben drei Sachen vorbereitet. Sie haben die Wahl zu reportieren. Es sind Ausschnitte, aber es geht. Schlammfußball-Weltmeisterschaft.
Oder Einlauf der Stiere in, was, wo genau waren das Pamplona. Jetzt? Pamplona. Oder Blitzschach-Weltmeisterschaft. Was möchten Sie? Was möchten Sie? Wir zeigen es dann hier, wir drehen uns da unten um. Was das ZDF alles im Sport zeigt. Ja. Und für was entscheiden Sie sich? Ja, ich nehme, glaube ich, Schlammfußball. Schlammfußball. Dann noch nicht loslegen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren. Von den Schlammfußball-Weltmeisterschaften in Finnland berichten wir heute. Und vor Ort befindet sich schon unser Reporter Frank Buschi Buschmann. Ich übergebe. Buschi, wie schaut's aus bei euch? Ja, also wir haben hier schweres Geläuf. Wir haben Turku gegen Rovaniemi. Das ist schlimmer als die Wasserschlacht von Frankfurt. Aber behende, behende. Also das sieht sehr, sehr gut aus an dieser Stelle. Ja, wir sehen hier, der Ball bleibt hin und wieder stecken. Wunderbar starke Windböen jetzt hier in diesem Moment. Einige völlig desinteressiert. Wo guckt die hin? Und jetzt Strafstoß und... Ach du meine Güte, erbärmlich ausgeführt. Immer noch 0:0 hier. Sie stecken fest im Morast. Jetzt muss was kommen hier. Was macht der denn da? Auf dem Klo sitzt er. Jetzt aber die Möglichkeit, vielleicht der Konter, bleibt noch mal hängen. Wann gibt's hier den ersten Treffer? Fokussiert der Mann, sehr fokussiert. Und jetzt rein damit, Jung. Sehr gut auf, was ist mit den beiden? Orientierungslos an dieser Stelle. Da geht gar nichts mehr. Abschlag, der muss direkt rein. Und der Kopf, und da ist das Tor. Das ist die Entscheidung. Das reicht. Herr Buschmann, den Job haben Sie. Ja? Ja, ja. Jetzt also der Mann Sie. Heißt Dieter Gruschwitz vom okay. ZDF. Ja, der. Jetzt ist er wieder ausgeflippt. Ja, er hat gesagt, Sie ist ein Kasper. Ja, ja. Ja, Frage, Herr Buschmann, was ist schwerer, gute Fragen zu stellen oder gute Antworten zu geben? Beides. Beides ist extrem schwierig. Gute Fragen, und da muss ich mal die Kollegen auch vom ZDF in Schutz nehmen, unmittelbar nach Spielen sind unglaublich schwierig, weil da sitzen die, hört mal auf, hier Theater zu machen mit der Bohle, dann sitzen die Zuschauer zu Hause vor der Flimmerkiste und sagen, oh, was fragt der Depp da wieder? Ja. Aber ein Spieler, zwei Minuten oder eine Minute nach Spielende, der gerade einen Elfmeter verschossen hat, einen entscheidenden, irgendetwas Sinnvolles zu fragen, ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Also, wie fühlen Sie sich? Kommt nicht gut an. Ja. Also ich frage Sie das, ist schwierig. Ich frage Sie das nämlich nicht zufällig, weil mich hat es sehr beschäftigt, gute Fragen zu stellen. Und damit kommen wir zu einer neuen Rubrik bei Bellt sich, hält sich. Behalten Sie Platz, Herr Buschmann. Ja. Meine Damen und Herren, ich habe mich das wirklich gefragt, warum ist es so schwer, gute Fragen zu stellen? Und dann habe ich diesen Sommer genutzt und habe ganz viele kluge Köpfe gebeten, bitte schickt mir gute, kluge Fragen, Fragen, auf die es wirklich ankommt, die entscheidenden, die wirklich alles entscheidenden Fragen. Und viele, viele haben mit gemacht. Kluge Köpfe wie Roger Willemsen oder die Schauspielerin Christiane Baul, Harald Lesch, Juli C., Maybrit Illner. Alle haben an die entscheidenden Fragen gedacht. Und diese Fragen habe ich gesammelt, meine Damen und Herren. Diese Fragen befinden sich nun in dieser Lotterietrommel. Und ab sofort werde ich in jeder Bellt sich, hält sich Sendung fähigen, intelligenten Gästen ein paar Fragen, auf die es ankommt, Fragen meiner Freunde aus dieser Trommel ziehen. Deswegen aufgemerkt. Fragen aus dem Hinterhalt. Und Herr Buschmann, Sie haben die Ehre und das große Vergnügen, als Erster hier diese Rubrik einweihen zu können und die ersten Fragen aus dem Hinterhalt einmal zu beantworten. Ja, wir mischen. Das wäre doch was für den NSA-Untersuchungsausschuss. Da hört keiner mehr, was? So. Und ich frage, ich ziehe jetzt die erste Frage aus dem Hinterhalt und ich sehe nichts. Und die erste Frage ist von, ja, wie eben erwähnt, von der Schauspielerin Christiane Baul. Christiane Baul, Herr Buschmann, fragt, welche Ereignisse in Ihrem Leben beruhen ausschließlich auf eigenen Verdiensten? Ach du Scheiße. ich hoffe, die Geburt meiner Kinder. Ja. Gute Antwort. Gut. Nicht schlecht. Gute Antwort. Ja, Wobereit hätte geantwortet, größter Verdienst, mein Rücktritt. So, noch eine, ja?
Und noch eine Frage aus dem Hinterhalt. Und diese Frage stellt der Schriftsteller Ilja Trojanow. Wenn der Mensch von Haus aus schlecht ist, wieso geben dann jene, die das glauben, ihm Macht in die Hand? Boah. Wenn der Mensch von Haus aus schlecht ist, warum geben dann jene, die das glauben, ihm Macht in die Hand? Ich wusste, dass irgend so ein Ding kommt hier, ja. Ehrlich. Weil es oft im Oberstübchen einfach doch ein bisschen fehlt und weil wir in Systemen leben. Wir haben das ja in der Diskussion mit dem Kollegen vom NSA-Ausschuss hier gehabt. Irgendwas läuft hin und wieder schief und deshalb passieren solche Dinge. Das ist für mich echt schwierig hier, dem bin ich nicht gewachsen. Prost. Ja. Also ich glaube jetzt schon, dass der Mensch schlecht ist, von Haus aus schlecht ist. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber wir wollen jetzt nicht von mir sprechen. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube das schon. Herr Buschmann, das war's. Das waren die Fragen aus dem Hinterhalt. Noch eine Bitte habe ich. Sie sind ja sehr befreundet. Sehr befreundet mit Dirk Nowitzki. Mhm. Grüßen Sie bitte meinen Landsmann. Es wäre mir eine große Freude, ihn endlich mal hier begrüßen zu dürfen. Ich bin schon schwer dran. Ja? Kriegen wir hin. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin. Ja? Dann stelle ich Ihnen auch das nächste Mal leichtere Fragen. Ja? Ja. Super. Frank Buschmann, danke schön. Meine Damen und Herren, wir hören ja in der letzten Zeit immer häufiger, Deutschland soll in Zukunft mehr Verantwortung übernehmen in der Welt. Der Deutsche Bundestag dagegen soll in Zukunft weniger Verantwortung übernehmen. Der Deutsche Bundestag muss ja über jeden Auslandseinsatz der Bundeswehr immer entscheiden, ja, und zustimmen. Deswegen nennt man die Bundeswehr auch eine Parlamentsarmee. Ja, das aber soll geändert werden. Übermorgen am 11. September tagt wieder einmal eine Kommission unter Vorsitz von dem früheren Verteidigungsminister Volker Rühe. Und diese Kommission soll klären, wie man den Einfluss des Bundestages da etwas zurückdrängen könnte, dass der Bundestag über die Einsätze, wo wir die Bundeswehr in den Krieg schicken, nicht mehr immer mitbestimmen soll. Etwas pauschaler, dass das andere machen. Also es geht um eine, ich sage jetzt mal, Teilentmachtung des Parlaments. Wer ist das Parlament? Wir sind das Parlament. Wer das Parlament entmachtet, entmachtet uns. Aber da war es konsequent, dass bei dieser Entscheidung am 1. September Waffen in den Irak zu liefern, das deutsche Parlament, der deutsche Bundestag ja auch nicht abstimmen konnte, weil sie hatten kein Vetorecht. Sie konnten zustimmen, nicht abstimmen. Ja? Zustimmen, nicht abstimmen. Nach dem grünen Ampelmännchen schon wieder etwas, was sie von der DDR übernommen haben. Aber die andere Frage ist ja, ist unsere Bundeswehr überhaupt für die neue Rolle als Weltpolizist geeignet? Und das ist die große Frage. Und da schauen wir uns doch jetzt mal den Zustand der Bundeswehr an und die Ausrüstung. Die Bundeswehr verfügt über 109 Eurofighter, einsatzbereit sind aber nur 8. 67 Transporthubschrauber vom Typ CH-53, einsatzbereit sind 7. 33 Hubschrauber NH-90, einsatzbereit sind 5. Und 56 Transalltransportflugzeuge C-160, einsatzbereit sind 21. Ja? Ja, man fährt ja oft an Wertstoffhöfen vorbei und merkt erst hinterher, das war eine Bundeswehrkaserne. Ja? Diese Zahlen stehen in einem Bericht, den der Spiegel in die Hand bekommen hat. Ja? Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sollen die kämpfen bitte, wenn es mal eng wird? Und wie sollen die kämpfen? Gut, unser Landwirtschaftsminister würde vorschlagen, die sollen mit Äpfeln werfen. Ja? Aber es ist, also ich beneide Frau von der Leyen nicht, das ist ein schwerer Job. Das Verteidigungsministerium ist ein schwerer Job. Und man muss sagen, sie hat wirklich schon richtig Akzente gesetzt. Von Anfang an Akzente gesetzt. Die Bundeswehr soll familienfreundlich werden mit Krabbelgruppen auf dem Truppenübungsplatz. Ja, und auch dicke Soldaten sollen dienen dürfen. Da wird man neue Dienstgrade einführen müssen, den Fettwebel. Ja, und
Und sie möchte jetzt auch unbemannte Drohnen. Natürlich müssen die unbemannt sein, wenn die Soldaten dick sind, ja? Und was las ich jetzt im Sommer? Sie wünscht sich Teilzeitstellen bei der Bundeswehr, mehr Teilzeitstellen. Da habe ich gedacht, ja, wo wird das enden? Jetzt Soldaten als Teilzeit. Da sehe ich ja schon die frustrierten Minijobber durch Afghanistan robben. Ja. Deutschland sichert den Weltfrieden auf 400-Euro-Basis. Ja. 450 sind es ja jetzt. Ja, ist doch klar, dass uns die Amis abhören. Die halten uns für bekloppt. Aber trotzdem bin ich ein großer Fan von Ursula von der Leyen. Ein wirklich großer Fan. Und zwar spätestens, seitdem ich dieses Bild von ihr gesehen habe. Was sehen wir? Ein diffuser Himmel, wohl als Metapher für unsere ungewisse Zukunft. Im Hintergrund eine Transall, die sich ganz brav und friedlich unter diesen Himmel duckt. Bereit zum Start, bereit den Frieden in die Welt zu tragen, deutschen Frieden. Und fast erscheint es, als ob Frau von der Leyen gleich selbst ins Cockpit steigt zur Himmelfahrt und oben droben in den fernen kriegerischen Lüften wird sie ganz flink und ganz behende ein paar Hebel sanft bewegen und es wird Soldaten regnen. Deutsche Soldaten. Dicke deutsche Soldaten werden vom Himmel plumpsen und Äpfel. Viele faule Äpfel. Oder täuscht sich hier das Auge des Betrachters und es erkennt die Wahrheit nicht? Die Wahrheit ist, das Flugzeug ist kaputt. Und sie steht da und wartet gütig auf den Bus. Sie selbst, zivil und attraktiv und doch in Feldherrnpose. Schwarze Hose, schwarze Jacke, eine Jacke ihrer Tochter. Gekauft bei H&M, so gab sie selbst zu Protokoll. Ihr Blick entschlossen, in die Ferne schweifend. Man weiß nicht, was sie sieht. Soldaten, Äpfel, Kanzlerämter. Die Bundeswehr klagt über Nachwuchsmangel. Doch dieses Bild kann vieles ändern. Doch wenn sie scheitert, was wird dann aus uns, aus ihr? Wir bleiben unverzagt. Sie wird uns leiten. Auch in der Zukunft ungefragt wird sie uns stets begleiten. Ja. Meine Damen und Herren, und wir kommen zum letzten Gast des heutigen Abends. Er ist ein Musiker und seine Musik könnte ich mir auch sehr gut vorstellen als Beschallungsschutz beim NSA-Untersuchungsausschuss. Früher mal bei Ich und Ich, jetzt getrennt, also nur noch ich. Begrüßen Sie bitte Adel Tawil. Ja. Hallo, Herre, ich mich auch. Ja? Herr Tawil, ja, haben wir noch schön Zeit. Ein wenig verplaudert habe ich mich, aber ich glaube, die Zeitverteilung ist gerecht. Und Sie sind ja auch jung und haben noch Zeit. Ja. Und nur bei mir nicht. So, also, willkommen bei Belzig Helzig. Jetzt Frage. Boah, das schmeckt wirklich nach Wurst. War nach Wurst? Na, ich glaube, das liegt an Ihrem Migrationshintergrund. Ja. Das mag sein. Herr Tawil. Geflügelwurst, ja. Was war das wichtigste Lied in Ihrem Leben? Ich weiß es. Ja? Sagen Sie?
Ich würde sagen, vom selben Stern. Früher. Ja. Ein Lied, das sie überhaupt zur Musik gebracht hat. Ach so. Maria durch den Donwald ja, ging. Richtig. Ja, richtig. Das stimmt. Gell? Da habe ich gelesen, haben ja. Sie gesehen, das war die Feuertaufe. An dem Tag war klar, er musste singen. Er war ja. Damals noch ja... Im Schulchor. Im Schulchor, muslimischer Junge. Ne? Genau, ja. Also nur das erste Mal in der Kirche. Ja. Das war eine ja, große Erfahrung für ja. Mich. Also man muss dazu sagen, meine Eltern haben mir... also ich habe jetzt, zu Hause hatten wir natürlich dann keinen Jesus und, ja. Und ich bin in diese in die Kirche gekommen und da war ein Hang, der da ganz, ja. Also lebensgroß und halt richtig, also eine realistische Abbildung. Ja. Und ich dachte, wo bin ich gelandet? Da hängt ein Toter an der Wand und ja. ich soll hier singen und Blut an den Händen und überall. Mhm. Und wurde mir auch ein bisschen schlecht erstmal. Meine Klassenlehrerin kam dann, hat mich so ja. Ein bisschen unterwandert. Und dann haben Sie es gezungen. Und können Sie es noch? Ja. Ja, machen Sie mal. Aber nur den ersten, also... Ja, wurscht. Wenn ihr dann den Chor macht, ne? Kyrie Eleison heißt das, ne? Ja. Maria durch den Dornwald ging, Kyrie Eleison. Alter. Maria durch ein Dornwald ging, er hatte Kopfhagen. Ja, jetzt? Schön. Ja. Sehr schön. Ja. Lang ist es her. Lang ist her, aber immer noch sehr schön. So jung bin ich auch nicht. Ja, und ich finde es auch total sympathisch, wenn Sie das singen, das mache ich. Also, wenn ja. Sie sofort. Es hat auch Spaß gemacht. Ich fand Sie, es hat mir immer gut gefallen, auch bei Ich und Ich. Ich mag ja die Frau Humpe extremst, halte ich für ganz, ganz großartige Frau. War auch schon mal vor vielen Jahren. Liebe Grüße soll ich auch bestellen. Grüße, gell? Grüße zurück. Ja. Ja. Sagt, Sie sind ein Schnuckelchen. Ein Schnuckelchen? Ja, naja. Im Gegensatz zu meiner Oma Helga, die hat gesagt, Vorsicht vor dem Pelzig, der stellt saublöde Fragen. Ja. Er hat am Anfang noch gute Fragen gestellt, jetzt sind es nur noch saublöde Fragen. Ja, hat sie auch mal gesagt? Ja. Naja, die ist auch schon älter, ne? Ja, jetzt haben Sie sich selbstständig gemacht, nicht mehr Ich und Ich, sondern nur noch Ich. Ja. Und Platte und ein Titel zu Hause. Und das ist ein sehr interessantes Lied. Dass sie sind doch also muslimisch erzogen worden, ne? Genau, meine Eltern sind Vater Ägypter, genau. Mutter Tunesierin. Ich bin in Berlin geboren. Berlin geboren, also wir haben das jetzt sehr liberal. Liberal, gehabt. Also nicht direkt ISIS gefährdet. Ne? Nee, nicht wirklich. Oh, sehr schön. Glücklicherweise. Und machen jetzt ein Lied, haben ein Lied produziert mit einem Rapper aus New York, der jüdische Wurzeln hat und seinen Glauben entdeckt hat. Und in dem Lied geht es halt letztlich darum, dass das Zusammenleben der Völker und der Religionen der Menschen möglich sein sollte. Und das sollte möglich wünscht. Sein. Kommt sollte in die Welt zum Leuchten. Genau. Und schönes Lied, schauen wir uns jetzt mal an. Oh, super. Glaub mir, irgendwann wird die Liebe regieren. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Die Zeit lässt die Wunden heilen. Du bist genau wie ich und nicht allein. Ich bin nah bei dir. Gemeinsam schaffen wir Großes hier. Das Spiel der Spiele steht bereit. Schalt alles in mir ein, es ist soweit. Ruthless, they want my heart tonight. I'ma run these lines to my inside side and I find some peace of mind. Yeah, yeah. Ruthless, they want my heart tonight. I'ma run these lines to my inside side and I find some peace of mind. Komm, wir bringen die Welt zum Leuchten. Egal woher du kommst. Zu Hause ist da, wo deine Freunde sind. Ja, also wirklich. Ja. Ich möchte Ihnen sagen, dass mich das Lied sehr berührt und ich jetzt wirklich habe ich daheim dauernd angehört. Und, aber darf ich auch ehrlich sein? Ja. Ich fürchte, mit so einem Friedens. Ja. Gesäuselt. Werden Sie bei unserem Pfarrer Gauck nie zum Sommerfest eingeladen? Ja, könnte es. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Haben Sie, wenn Sie verfolgen ja die politische Entwicklung auch, ich finde es total deprimierend, haben Sie denn
So, also ist das von Ihnen so empfunden, diese Hoffnung, die in dem Lied steckt? Also im Grunde genommen war einfach die Idee dahinter, also ich hatte die Nummer schon und habe Mathis Jahre in Los Angeles kennengelernt. Ja. Und wir hatten einfach Lust, was gemeinsam zu machen. Und ich finde, Musik und Politik sind immer so zwei Sachen. Also man kann das schon machen, aber ich halte mich eigentlich so ein bisschen zurück, was das angeht. Aber man kann immer zeigen, man sollte auch immer zeigen, dass Musik einfach, wie Sport, einfach ein Mittel ist, um klarzumachen, dass es keine Unterschiede gibt. Ja. Wir sind, egal woher du kommst, egal wie du aussiehst, egal wer du bist, wir können gemeinsam das machen und da eben die Brücken schlagen. Und das hat sich dann da super angeboten. Mhm. Und er hat eine super Zeit gehabt, er war mit mir hier in Deutschland auf Tour. Ja. Der war so begeistert, der wurde mit offenen Armen empfangen. Also von daher, er hat ja erst spät seine jüdischen Wurzeln entdeckt und wurde dann religiöser. Ne? Er war sehr orthodox, also er ist dann wirklich... Er hat mir erzählt, dass er zu Hause keinen Strom hat. Er hat in Brooklyn gewohnt und in diesem jüdischen Viertel. Und ist auch an allen Mädels auf der Straße immer, hat er immer auf den Boden geguckt und ist vorbeigegangen, weil er die nicht angucken durfte. Ach so. Kurz bevor er dann aber zu mir kam nach Deutschland und wir auf Tour gegangen sind, hat er sich aber noch mal so umbesinnt, ist trotzdem, also trotzdem sehr gläubig, aber legt das jetzt für sich so aus, wie es für ihn gut ist. Und. Naja, man muss flexibel sein, ne? Ja. Und das war interessant zu sehen, weil das war dann wirklich so, dass er dann das erste Mal eben auf Tour war, den Bart hat er abrasiert, den Kippa runter und so. Und man konnte den keine 5 Minuten alleine lassen. Sofort stand er bei irgendwelchen Mädels und hi und na und wow, I'm an American. Und dann meint er zu mir, Adel, it's so great, I feel like a child in a candy store. In Deutschland. In Deutschland, ja. Super war es. Ja. Also hat Spaß gehabt. Aha. Candy, das ist ein schönes Stichwort, Candy Store. Eine schöne Geschichte, möchte ich unbedingt wissen von Ihnen. Sie haben ja hier in München mal ein Konzert gehabt, und haben auf der Bühne einen Heiratsantrag erlebt. Genau, beim ersten Konzert. Und wie macht man das? Wie macht man das, dass dann da so eine, irgend so eine Vanessa mal daherkommt? Wie war das? Wie war das genau? Der Junge kam zu mir. Das war ein junger Mann. Ach so. Kam zu mir und hat mich vor der Show gefragt. Und dann habe ich, bevor der Song Du erinnerst mich an Liebe, das war unser erstes Album, wo Annette noch dabei war auf Tour. Und habe ich vor dem Lied gesagt, komm mal auf die Bühne, die beiden Namen genannt. Dann sind die auf die Bühne gekommen, haben sich hingehockt. Ach so, jetzt, ich habe gedacht, Sie hätten einen Heiratsantrag bekommen. Nein, ich nicht. Ach so. Nein, ich krieg laufend Heiratsanträge. Ja? Von unten so. Ehrlich? Ich will ein Kind von dir. Nein. Da! Da! Bitte Daumen hoch! Daumen hoch! Und dann war das ganz süß, weil dann andere Gäste wirklich noch zur Bar gegangen sind und so über das ganze Publikum 2 Champagnergläser getragen wurden bis nach vorne. Ich dachte, Sie hätten einen Heiratsantrag, aber, Sie sind ja verheiratet, Genau. Jasmin heißt sie, ne? Genau. Ja, hat sie gerettet. 2 wichtige Frauen in ihrem Leben, Annette und Jasmin. Richtig. Annette hat sie damals aus der Phase rausgeholt, als es nicht so lief, und Jasmin hat sie vor der Verfettung gerettet. Ne? Richtig. Als sie Übergewicht hatten, ne? Ja. Fast. Fast, ja. Ja, Herr Davil, ein Musikstudio in Ägypten, da müssen wir noch reden. Sie wollen das, Sie haben ja noch Kontakt zur Familie, auch wenn es ein wenig fremd ist, die Leute für Sie. Immer mehr. Also als Kind fand ich es überhaupt nicht toll. Ich musste immer, alle Sommerferien, meine Mutter kommt aus Tunesien, mein Vater aus Ägypten. Dann war ich eben einmal in den ganzen 6 Wochen in Tunesien bei der Familie, dann in Ägypten. Das war ein bisschen nervig. Und jetzt, je älter man wird, desto mehr besinnt man sich auch, was die Wurzeln angeht. Und Sie wollen in Ägypten ein Musikstudio und sind auf der Suche, wie ist der Stand der Dinge? Ja, so am Roten Meer irgendwie, es ist 4,5 Stunden entfernt. Ägypten ist ein tolles Land. Ich kann die Leute dann von hier dahin einladen, können mich besuchen. Haben Sie das Vertrauen, dass sich das politisch so entwickelt, dass Sie das dort machen können? Ja, ich denke, also jetzt sind wir gerade ein bisschen von Regen in der Traufe, hat man das Gefühl. Zeit wird es machen, man kann es eben nicht von heute auf morgen, es wird nicht passieren. Ich bin jetzt sehr optimistisch, ja. Deswegen ist es schön, dass Sie so ein Lied und dass wir das mal gesehen haben. Und überhaupt, dass Sie da waren. Und jetzt sind wir auch am Ende. Ich freue mich, danke. Und danke für den Besuch. Adel Davil, vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, danke. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, und das war es. Das war Hält sich, hält sich.
Die Wahrheit habe ich heute auch nicht gefunden, kann Ihnen keine Wahrheit anbieten, aber eine Wahrheit gibt es dann am Ende doch. Die nächste Sendung sehen Sie am 7. Oktober um 22.45 Uhr hier im ZDF. Und zu Gast habe ich dann den Ministerpräsidenten von Niedersachsen und, was mich sehr freut, eine Fernsehlegende, Hella von Sinnen. Ja. Machen Sie es gut, bis dahin essen Sie Äpfel. Gute Nacht. Willkommen bei Bellt sich, hält sich nach der langen Sommerpause. Merken Sie es, der Herbst kommt. Oder, wie es Rainer Maria Rilke mal formuliert hat, wer jetzt kann. Extrem schade wäre bei den zurzeit extrem niedrigen Zinsen. Ein Dach über dem Kopf benötigen auf dieser Welt zurzeit auch ca. 45 Millionen Flüchtlinge, Tendenz steigend. Und während diese famose Große Koalition klare Prioritäten setzt und sich seit Wochen und Monaten mit irgendeinem Mautschwachsinn beschäftigt, handeln andere bei dem Problem, zum Beispiel IKEA. Ja, die IKEA-Stiftung Liechtenstein hat 3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um sogenannte Flüchtlingshütten entwickeln zu lassen. Schauen Sie, das sind diese Flüchtlingshütten. Die hat IKEA entwickeln lassen, die IKEA-Stiftung Liechtenstein. In Liechtenstein lagert ja das ganze Geld, das der Steuerflüchtling IKEA seit Jahren zur Seite schafft. Diese Hütten sollen in Zukunft die weißen Zelte ersetzen, in denen die Flüchtlinge oft unter sehr schlimmen Umständen leben müssen. Die UN haben bereits 30.000 dieser Hütten bestellt. Der Vorteil dieser IKEA-Flüchtlingshütten ist natürlich, sie halten viel länger als die weißen Zelte und auch viel länger als alle Billigregale. Der Nachteil ist, die Hütten sind in Selbstbauweise zu errichten. Wir wissen, was das bedeutet bei IKEA. Ja? Wenn wieder mal Schrauben fehlen, sollte auch im Kriegsgebiet möglichst eine IKEA-Filiale in der Nähe sein. Aber das ist ja nur eine der vielen hilflosen Antworten auf dieses drängende Problem. In Bayern werden Flüchtlinge inzwischen in Bierzelten untergebracht. Ausgerechnet in Bierzelten, ausgerechnet in Bayern, wo man besonders gerne gegen Flüchtlinge hetzt. Bayern, ein Land, wo die Politik der Empathie mit stark verkürzten Gedankengängen aus dem Wege geht. Da hocken die jetzt in Bierzelten, da sehe ich ja schon die ersten braunen Protestjanker vor den Unterkünften rummaulen, Sauerei! Wir müssen arbeiten und die dürfen im Bierzelt hocken. Die sollen Modellautos bauen. Für die harte Dauer, ja. Also. Ja. Unsere Welt ist aus den Fugen und da trifft es sich doch wirklich perfekt, dass unser Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt eigentlich von Haus aus ein Verteidigungsexperte ist. Und Landwirtschaftsminister Schmidt hat uns ja bereits auf den großen Kriegswinter 2014 eingestimmt. Sie haben es ja reichlich verfolgt, weil die Russen wegen des Importverbots unsere Äpfel nicht mehr essen dürfen, sollen wir sie jetzt essen, sagte Herr Schmidt. Und zwar massenhaft sollen wir sie essen. Apfel essen gegen Putin. Herr Schmidt hat es anders formuliert. One apple a day keeps Putin away. One apple a day keeps Putin away. Da macht einer also wirklich Weltpolitik. Ansonsten hat Herr Schmidt vorgeschlagen, sollte man das Obst an den Schulen verteilen.
Also aber nicht für die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Kinder, nein, um Putin zu ärgern. Werden wir jetzt die Schulen mit Äpfeln fluten und wenn unsere Schülerinnen und Schüler dann irgendwann sagen, wir können kein Obst mehr sehen, uns ist schlecht von den Äpfeln, dann. Dann wird Bundesfeldpfarrer Gauck in seiner Neujahrsansprache in einen Altländer Blutapfel beißen und das Volk ermahnen, wir müssen alle Opfer bringen. Ja. Kriegswinter 2014, ich sehe sie schon vor mir, die Kampagnen, die jetzt kommen. Esst Bratäpfel. Das wärmt auch, wenn der Russe das Gas abdreht. Angeblich reichen ja die deutschen Gasvorräte also für 6 Monate. Wissen Sie, wie viel Gas, wie viel Kubikmeter Gas die Russen im letzten Jahr nach Europa geliefert haben? 40 Milliarden Kubikmeter Gas. Minister Schmidt lässt gerade ausrechnen, wie viele Äpfel bräuchten wir, um das in Biogasanlagen auszugleichen. Ne? Ja, willkommen im Kriegswinter 2014. Und jetzt sehe ich es manchen Gesichtern hier im Saale an, dass sie sagen, Herr Pelzig, jetzt übertreibt es mal nicht Kriegswinter. Ja, vielleicht übertreibe ich. Aber wissen Sie, ich weiß manchmal nicht mehr, was ich glauben soll und wem ich was glauben soll und warum ich wem was glauben soll. Hat doch jetzt wieder geheißen, ja, Putin plant eine Großinvasion, weil er von Neurussland spricht. Soll ich es glauben? Ja, sagen die Geheimdienste, es gibt Hinweise darauf. Andererseits, vergangene Woche vor dem NATO-Gipfel in Wales gab es einen offenen Brief an